Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Grounded. Es ist kurz nach 8 Uhr morgens am nächsten Tag. Wir waren ja gestern in dem Teich unterwegs und haben uns da ja die versteckten Labore und Grotten angeschaut. Ja, war doch sehr aufschlussreich und ich habe die Nacht mal ein bisschen weitergebaut. Und ja, als ich dann hier noch so ein bisschen was einsammeln war in der Nacht, schleicht dann auf einmal Wolfi hier rum. Und wie sich das Ganze zugespitzt hat, das sehen wir uns jetzt mal an. Okay, das war's gewesen, ja. Ich habe nicht gewusst, dass die hier durchgehen können, wenn die im Angriffsmodus sind. Das ist nicht so prickelnd. Ich habe das unter Wasser jetzt schon gemerkt mit dem Wasserspinnen, dass wenn wir da angegriffen werden, können auch wir uns durch Pflanzen bewegen. Aber prinzipiell ist das irgendwie abartig, ich weiß nicht. Nun gut, aus lauter Frust esse ich jetzt erstmal was. Und das sieht gut aus, wunderbar. Gut, wir trinken was. That tastes really good. Ja, das sollte passen. Und ich würde gerne mal was reparieren. Und zwar, das Schild wollte ich ja schon länger mal. Das werden wir jetzt gleich mal nachholen. Dann können wir das nämlich wieder wegtun. Und dann haben wir das auch erstmal erledigt. Wir müssen heute auf alle Fälle etwas erforschen gehen. Und wir müssen mal beim Bürgel reinschauen. Ich glaube, wir brauchen neue Missionen, neue Quests. Da sieht es ein bisschen mager aus. Und natürlich würde ich gerne jetzt mal schauen, was wir noch für Waffen aufrüsten. So, wir haben ja die auf 5. Genau, da brauchen wir jetzt dann die mächtigen Klumpen. Da bräuchten wir den Schmiedeofen dazu und dazu bräuchten wir eigentlich Kohle. Ich habe eine Idee, wo es Kohle gibt. Müssen wir mal schauen. So, dann schauen wir hier nochmal rein. Hier ist dasselbe. Gehen wir zurück hier, genau. So, dann haben wir die zwei schon mal. Als nächstes bräuchte ich eigentlich vielleicht hier eine Stufe. Aber das ist, ihr seht, es ist ziemlich teuer, ne? Geht auf 15% hoch. Wenn ich allerdings den Hammer hier ein bisschen mache, kriege ich da durchaus zwei Stufen hin. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Also der Hammer wäre eine Wahl, das Messer. Und der hier. Der Dreizack. Für jeden eins wird es auch reichen, ne? Zumal wir das ja Unterwasserwerkzeug mit Sicherheit nochmal brauchen. Auch den Hammer brauchen wir bis auf weiteres. Ich würde mich mal entscheiden für den Hammer. Sehr gut. Dann haben wir da mal 10% mehr und 10% weniger Abnutzung. Das ist doch was. So, ich würde mal ganz kurz hier ein bisschen ordnen, dass es hier ein bisschen schick aussieht, mehr oder weniger.
Wo ist unser Speer? Der kommt mal hier hin. Die 5. So, Speer, wo bist du? Hier. Das kommt mal hier rüber. So, dann können wir noch was an der Panzerung drehen. Da wäre natürlich die ideal. So, das müssen wir erforschen. Das kommt mal dahin, das kommt mal dahin, das kommt mal dahin. So, das kann ich mal hier zu den Tieren mit reintun. Genau. Dann haben wir das und das. Das gehen wir erforschen. Die Schaufel nehmen wir mit. Trinken haben wir dabei. Sehr schöne Sache. Und ich würde natürlich gerne nochmal hier reinschauen. Wie sieht es denn hier aus? Hier sind wir auf Stufe 5. Stufe 4. Stufe 4 sind wir. Oder? Ne, wir sind auf Stufe 5. Mhm, mhm. Gut, okay, genug gespielt. Hier sind wir auch so weit durch. Das glaube ich ja fast gar nicht. Echt? Die stabile. Die Brocken haben wir nicht, deswegen. Wir haben bloß die spröde Panzerung. Okay, dann braucht man natürlich für das andere dann das. Was haben wir denn noch für eine Rüstung? Koi-Karpfen oder so. Ameise wäre noch eine Idee, genau. Die könnte man vielleicht nochmal ein bisschen stabilisieren. Das ist eine gute Idee. Da können wir mal schauen. Da haben wir den Helm. Ja. Da machen wir auf jedes Mal zwei drauf. Mhm. Tja, keine Ahnung, wo es am meisten drauf geht. Wir müssen uns mal die Werte anschauen. Ja, die Brustpanzerung ist natürlich, oder Schulterpanzerung ist natürlich das Beste, wie es scheint. So, dann gehen wir da nochmal drauf. So, dann haben wir das auch gemacht und dann ist das erstmal in Ordnung. Wunderbar. So, die Bienenpanzerung tue ich mal vor, denn das ist eine gefundene. Das ist keine von uns. Okay, dann können wir die Sachen hier wieder zurücktun. Ja, war jetzt semi-produktiv. Aber so ist es halt. Halt, warte mal. Das wollte ich doch gar nicht. Hm, genau. Ich wollte das so machen. Genau. Und dann machen wir das so. Das kommt hier runter. Und das gehen wir erforschen. Okay, dann auf zum Bürgel. Wir sollten ja eigentlich keine... na, wie heißt das? Keine offenen Quests eigentlich haben. Wir haben die Spinnen gemacht. Das ging erstaunlich gut. Ich habe mich vor der Mission eigentlich so immer so gut es ging gedrückt. Da bin ich ganz ehrlich. Hm. Nehme ich doch mit. Können wir wieder neue Smoothies machen. Müssen wir sowieso mal. Steine habe ich die Nacht organisiert mit. Irgendwas rammelt hier rum. Naja, wir werden hoffentlich weg sein. Gut. Okay. Haben wir das? Ja, was wir heute machen, weiß ich noch nicht so genau. Eventuell machen wir doch die kürzere Version zum Labor. Da, wo ich eigentlich hin wollte. Giftfall. Okay. Wolfsspinnenwanddeko. Na gut. So, wir können aber irgendwas können wir mit den Sachen nämlich herstellen. An Waffen. Hier den Spinnenfangdolch zum Beispiel. Da brauchen wir noch zwei Gift, also bräuchten wir noch eine. Und der Insektenbogen liegt in Reichweite. Oh, der liegt in Reichweite, das ist gut. Federpfeile. Minzpfeile. Hm. Giftpfeile, Stinkerpfeile. Okay. Gut, ich glaube, hier unten hat man alles. Ich finde das aber wirklich echt schön gemacht mit den mit dem Nebellabor hier. Und so, hier hat man ja, glaube ich, alles. Ne? Den Zahn hat man geholt. Das sieht so aus. Jawohl, hat man gemacht. Gut. Dann können wir mal... Gibt es denn hier wieder neue...
Sind die wieder nachgespawnt? Weiß man nicht. Machen wir mal andermal. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal. Müssen wir noch was abgeben? Chipsmäßig? Nee, ich glaube, wir hatten alles. Aber wir können mal schauen, was wir an. Ah, hier ist. Sieh mal einer an. Aktive Mutation. Ja, da würde ich doch. Genau, da gehen wir mal auf 3. Das wollten wir ja machen. So, dann einmal hier drauf. Kundschafter Kellenschlucht. Kellenschlucht, ich weiß es nicht. Oder Arbeiterameise. Das sind. Ja, das ist okay. Wasserspinne hat man da erst. Na, ich nehme sie trotzdem. Nee, die hat man erst. Die holen wir andermal. Und die Kellenschlucht. Lese die Wegmarkierung Kellenschlucht ab. Steinhaufengipfel weiß ich. Kellenschlucht. Ist das an der. Am Bienentisch? Soll das die Kellenschlucht sein? Ich weiß es nicht. Ich könnte natürlich mal nachschauen in meinen alten Let's Plays. Aber, So, wir schauen mal, ob es irgendwas Schönes gibt. Trainierte Lunge. Eine Leiter. Kochbuchhecke, Heißsporn. Fallschaden ist mir eigentlich egal. Schwimmendes Fundament, das wäre eigentlich eine feine Sache. Das ist eigentlich eine feine Sache. Gebogene Basen ist auch eine feine Sache. Geschützpollen. Ich hol mir das. Sehr schöne Sache. So wollen wir das haben. Gut. Ich renne einfach mal hier raus. Wird schon keiner kommen. Okay. Gebogene Basen, das ist natürlich was ganz Feines, ne? Aber dass die Tierchen jetzt so durch meine Basis rammeln, das gefällt mir nicht so ganz. Das ist nicht so erquickend. Na gut. Okay, ich habe immer noch keine Ressourcen dafür, weil ich die Nacht hinten gebaut habe. Bin noch sehr weit vorangekommen. Ich muss mal ganz kurz schauen, was wir für die Sachen bräuchten, wenn ich das auf eine andere Art mache. Und zwar... muss ich jetzt mal schauen, wo sie sind. Kleedach. Da bräuchte ich 3 Stängel, 12 davon und 6 davon. Habe ich dabei. Warte mal, das Tierzeug tue ich mal hier rüber. Gut. So, das muss auch noch mit rüber. Das kann man doch irgendwie festpinnen. Ich verstehe das gar nicht. Ja, so geht's auch. Okay, dann lassen wir's so. Gut. Wie sieht's hier aus? So gesehen ganz okay. Gut, ich mache mal als erstes mir noch hier ein paar Getränke. So. 1, 2, 3. Das ist schon mal schön. Die lasse ich erstmal. Ich würde gerne jetzt dort hinten. So, wir hatten gesagt, wir brauchen Klee, brauchen wir 4, 8, 12. Grasblätter brauchen wir. Klee habe ich schon mal. Was war denn das andere? Jetzt habe ich es vergessen. So, 3 Stängel. 6 davon brauche ich noch und Saft. So, dann würde ich sagen, erledigen wir das mal.
15 Stück. Sollte reichen. So. Was liegt denn hier Schönes? Das ist aber nett. Das finde ich irgendwie auch nett hier. Brauchen wir bloß mal drücken, dann nimmt man alles. Toll. Das gefällt mir richtig gut. Und schon hat man 25 Saft eingesammelt. Schön. Wir haben bloß keinen Platz hier. So, ich habe jetzt davon 10, ich habe 18 und ich brauche noch 3 Stängel. Die nehme ich mit. Und dann schauen wir mal, wie weit ich dort hinten zurechtkomme. Ja. Reichen 3? Müssen reichen. So, ich gehe mal hier oben lang. Wir werden ja sehen, was passiert. Und vielleicht schaffen wir es jetzt, in das Labor zu kommen. Das wäre eigentlich so mein Anliegen. Die schwirren hier rum ohne Ende, ne? Okay, unsere Chance. Habe ich denn die richtige Rüstung an? Ja. Safety first. So, wo ist er denn? Irgendwo da vorne, ja? Na, 2 ist mir ein bisschen viel, ja? Getting a stranger danger vibe here. Flinke Füße. So, ich muss mal einen Drink nehmen. Und einen Heiler. Ich musste den Barbaren mal reinnehmen. Den haben wir nämlich nicht drin. Wir haben das nicht richtig ausgelotet. Nun hin wie her, wir haben es erstmal. So, warte mal, ich habe die Spinnenresistenz drin. Wo war's? Hier, Status. Speerwerfer, Barbar muss rein. Mehr Jungteam brauche ich nicht. Naturkunde brauche ich nicht. Haucherlunge. Giftresistenz bleibt drin und. Und der Barbar. Was ist denn das hier? Hacker? Ja, so passt das. Gut. Okay, jetzt muss ich schauen. Da ist es. Ja, da müsste es sein. Gut. Müssen wir uns mal beeilen hier.
Wir haben nicht genug. Wir haben nicht genug, wir haben nicht genug. Grasboden, machen wir das, kein Problem. Weißt du was, ich gehe noch mal gucken, ob ich hier noch was finde. Muss ja noch was zu finden sein. Gras brauchen wir so oder so. Und dann gucke ich noch mal, ob wir hier noch ein Blümchen finden. Hydration is the key to performance. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, wir kommen mit dreien hin, aber war eine Fehlannahme. Ich hoffe mal, wie. Mitten im Feindesland. Wahnsinn. Das soll mir reichen, glaube ich. Wir werden sehen. Was fehlt mir noch? Saft hatte ich eigentlich genug mit, oder? Wir werden es erleben. So. Wie gesagt, ich will trotzdem den Übergang haben. Das ist mir egal, weil der ist praktisch. Aber wenn es jetzt so einfacher geht, dann machen wir das halt so, ne? So. Nee, das war falsch. So, holen wir das noch schnell? Ich hätte nicht gedacht, dass wir die wegmachen müssen. Ich hätte gedacht, die lassen uns in Ruhe, aber so ist es halt. So, noch 5 Stück, dann müsste es schon reichen. Wunderbar. Haben wir das? Wir sind noch nicht ganz gerade, aber das ist nicht so schlimm. Nein, das ist nicht wahr. Aber gut, wir haben noch ein paar. So, ich hoffe, das reicht jetzt. Wunderbar. Dann einmal rein hier. Ja, und da brauchen wir die Bombe. So, wir sind zurück. Ich habe mal schnell noch die Bombe geholt, damit wir das hier abschließen können. Ja, der Tag rennt leider viel zu schnell. Und ich muss ja bloß mal ausrüsten. Das machen wir mal auf die 8. So, und dann werfen wir mit R. Es ist offen, wunderbar. Wir tun die gleich mal wieder entschärfen, denn die sind doch relativ teuer. Teuer, habe ich gesagt. Danke. Dann schauen wir mal rein. So. Ich habe keine Ahnung, was hier drin ist. Aber ich habe ja damals erzählt, es gibt hier Notfall ist aktiviert, okay.
Oh. Und da ist es schon. Die Kneifzange. Das ist nämlich eine Dreierwaffe. Und die kriegt man einfach mehr oder weniger so ein bisschen, sagen wir mal, geschenkt. Ne? Eine Dreierwaffe. Sehr schön. Kann man machen. Und das ist irgendwie so eine Hacke, funktioniert das? Da könnt ihr halt damit ein wenig hantieren. So, ja, wie gesagt. Ansonsten. Was haben wir hier noch? Verrottetes Bärenamulett. Oh, schön. Schauen wir uns gleich mal an, wo ist es? Mhm. Ein Stück einer grotesken Bäre, die scheinbar die angeborene Kraft verfaulter Waffen zum Vorschein bringt. Oho. Ja. Keine Ahnung, wie wir es einsetzen. Vielleicht finden wir es irgendwann raus. Auf alle Fälle war in diesem Labor vorher etwas anderes. Ja? Und zwar nämlich genau da drin. Und da sieht man es noch. Da ist noch ein Original. Ja, das waren nämlich Bären, die zum Leben erweckt worden sind. Und wie soll ich sagen? Ja, Mörderbären, so wie die Mördertomaten in dem Film hier. Ne? Gab es, waren das die Mörderbären. Und das hat man gesehen vor über einem Jahr bei einem YouTuber im englischsprachigen Raum. Der war hier drin, der ist hier reingeklitscht. Und der hat hier eine so eine blaue Beere, wie sie hinten in der Hecke wachsen, hat er, ja, hier gefunden. Und ich glaube, das Labor war damals ein bisschen anders. Ich weiß es nicht mehr genau. Habe auch den Link nicht mehr, aber war auf alle Fälle eine spannende Sache. Und ich habe das ja damals gesagt, wo wir hier waren an der Tür. Oder wo ich euch das Labor gezeigt habe, dass da was sehr Interessantes dahinter steckt. Leider kommt das jetzt nicht ganz so rüber. Jetzt gibt es hier eine Waffe. Aber ist so gesehen auch nicht schlecht, denke ich mal. Aber die Beere, wie die damals aussah, so richtig mit so Hammerzähnen, das war schon gut gemacht, muss ich sagen. Hat mir sehr zugesagt. Okay, gut. Das soll es eigentlich so gewesen sein. Wir kommen auf unserem Weg nicht zurück, weil ich hier noch nicht gebaut habe. Das heißt, wir wären... Mal schauen, dass wir am Wasser zurücklaufen. Ich denke, das wird funktionieren. Sollte noch was passieren, rufe ich euch dazu. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und das soll es gewesen sein. Also, damit hätten wir das Labor auch gelüftet. Es müsste ein Dreierwerkzeug sein. Ich weiß nicht genau. Wo ist es? Hier. Ja, ein Dreierwerkzeug, ein Kneifgreifarm eines gefallenen Roboters, der als tödliche Waffe umfunktioniert wurde. Man kann nicht mehr kneifen, nur noch schlagen. Schock und Flächenschaden. Okay. Geschwindigkeit ist, naja, mittel und Schaden ist nicht schlecht mit 2,5 ungefähr. Und hat die Möglichkeit der Betäubung mit 1,0. Eine ganz feine Sache. Wie gesagt, eine Dreierwaffe. Und das für lau. Eigentlich kann man sich das schon in den ersten 1-2 Tagen holen, wenn man es weiß. Hochgebaut ist schnell. Die Ameisen schnell besorgt. Dafür braucht er nur die Rüstung. Und ansonsten, ja, tolle Sache. Kann man nicht meckern. Ja. So, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Also, macht's gut, ciao, ciao und bis zur nächsten Folge.